Die Geschichte, die ich in diesem Roman erzähle, hat natürlich eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte ist 60 Jahre alt. Ungefähr so alt, wie ich selbst bin. Nämlich, das ist die Geschichte der Europäischen Union, die ja jetzt ihr 60-jähriges Jubiläum gefeiert hat mit dem Jahrestag der Unterzeichnung der römischen Verträge. Das ist die Geburtsurkunde eigentlich der heutigen Europäischen Union. Und ich habe es irgendwann einmal, ich weiß nicht mehr wann und wie und warum, als Skandal empfunden, dass etwas in meiner Lebenszeit geschieht, das meine Lebensbedingungen definiert oder die Rahmenbedingungen meines Lebens produziert und ich verstehe es nicht und ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Und ich habe mir gesagt, ich möchte das verstehen, ich will Herr über mein Leben bleiben. Ich glaube, jeder Bürger, der ein bisschen am Stammtisch politisiert, kennt das auf eine sehr einfache Art und Weise. Das sind die Menschen, die sagen, ich will nicht von Brüssel fremdbestimmt werden oder ich will da nicht, dass er irgendwie, also irgendwo in einer Stadt, in einem anderen Land über mich bestimmt wird. Und ich habe mir gedacht, ich will es verstehen. Und daraufhin bin ich nach Brüssel gegangen, habe eine Wohnung gemietet und habe versucht, so viele Menschen wie möglich kennenzulernen, die in den europäischen Institutionen arbeiten. Und ich wollte ganz einfache Sachen wissen. Ich habe noch gar nicht eine genauere Romanidee gehabt. Ich wollte so Dinge wissen, wie zum Beispiel, was machen die den ganzen Tag? Wie schaut ein Arbeitstag eines Menschen aus, den man Eurokrat nennt? Kann man das erzählen? Kann man EU erzählen? Ist das ein Romanstoff? Sind europäische Beamte überhaupt literaturtauglich? Ja, kann man sie typisieren? Ja? Kann man aus denen Romanhelden machen? Und wenn schon nicht Helden, so doch funktionierende Figuren. Ja, der Martin Sussmann als eine der vielen Figuren in diesem Eurokratenbiotop war für mich die einfachste Figur, ganz einfach, weil er Österreicher ist und ich da mich nicht so empathisch in eine bestimmte Mentalität und Kultur hineinversetzen musste. Und mir war auch klar, es muss eine Figur geben, die schwermütig ist. Also eigentlich geradezu also an der Grenze zur Depression wildert. Ja. Weil wenn man mal mitbekommen hat in Brüssel, wie oft jahrelange oder monatelange Arbeit von Beamten in der Europäischen Kommission in einer Stunde im Europäischen Rat zunichte gemacht werden kann, weil die das Papier einfach zerreißen. Und mittlerweile heißt ja zum Beispiel ein Papier, das von der Kommission zum Rat rüberwandert, im allgemeinen Sprachgebrauch der Kommission Märtyrerpapier, weil sie wissen, es wird sofort zerrissen. Ja. Dass da manche zur Schwermut und zur Depression neigen, andere zum Hass, ja, muss man auch sagen. Man muss einmal erlebt haben, einen Kommissionsbeamten, wenn der im Parlamentsgebäude am Fenster steht, von seinem Arbeitszimmer und runterschaut auf die Rue de Loire, auf der anderen Seite ist das Justus-Lipsius-Gebäude, da ist der Rat. Welche Wut da in diesem Gesicht sichtbar wird. Ja? Wenn man das alles einmal erlebt hat, ja, dann war klar, das muss irgendwie auch mit abgebildet werden. Es ist ja erstaunlich, wenn ich das in Klammer sagen kann, dass 60 Jahre nach den römischen Verträgen der seinerzeitige wunderschöne Satz von Jean Monnet vollkommen in Vergessenheit geraten konnte, der gesagt hat, nationale Interessen sind in der Regel bloß die Interessen nationaler politischer und ökonomischer Eliten, in deren Buchhaltung die Populationen Abschreibposten sind. Ich bin ja auch meinen Recherchen für diesen Roman auch deshalb so dankbar, weil ich auf solche Sätze gestoßen bin. Die
Figur der Fenja Xenopolo ist mir sehr ans Herz gewachsen im Lauf des Schreibens des Romans. Ich muss gestehen, dass ich am Anfang ihr keine große Rolle zugewiesen hatte. Ich dachte, ich brauche eine Figur, die den Auftrag gibt, also für das Projekt, um das es dann im weiteren Verlauf des Romans geht. Weil die Arbeitsebene ist immer eine andere als die Entscheidungsebene. Das ist ja auch in der Europäischen Kommission so, wie wahrscheinlich in allen Bürokratien. Und ich brauchte eine Erklärung dafür, warum der kleine Referent Martin Sussmann sich plötzlich mit all diesen Fragen auseinandersetzt, um die es dann im Weiteren geht. Und dazu brauchte ich eben die Fenja. Und ich habe auf einmal gespürt, dass in dieser Figur viel, viel mehr drinnen steckt als eine bloße Stichwortgeberin. Und vor allem ist mir klar geworden, dass sie eine Figur ist, bei der man auch zeigen kann, dass jeder, der nach Brüssel geht, um in, sozusagen am europäischen Projekt zu arbeiten, gleichzeitig eben auch sehr viel Vorgeschichte steckt, sehr viel sehr spezifische, mitgebrachte Kultur. Und sie als Griechin, es stellt sich dann heraus, dass sie gar keine ist, aber grundsätzlich als griechische Zypriotin, die sie eigentlich ist, ein ganz gehöriger Anteil an europäischer Geschichte seelisch verankert ist, den wir, wie viele andere europäische Anteile an der europäischen Geschichte, wir gar nicht mitreflektieren, wenn wir über Europa diskutieren. Ich glaube, dass der Professor Erhard ist eine Figur, die wirklich menschliche Größe hat. Und die menschliche Größe, und das sollten viele Anzugträger heute einmal begreifen, die menschliche Größe dieser Figur kommt auch daher, dass er Würde und Bedeutung in seinem Leben erlangen konnte, ohne glatt zu werden. Der kommt zu diesem Think Tank und ist Minimum 15 Jahre älter als der Schnitt aller anderen Professoren und Intellektuellen, die zu diesem Think Tank eingeladen sind. Ja. Und das sind alle schon allglatte Typen. Ja. Die tragen ihre Anzüge wie Teflonschichten, wo alles so abperlt. Ja. Die haben ihre Hemden ohne Schweißflecken und all diese Dinge. Ja. Man weiß gar nicht, wie das überhaupt menschlich, biologisch möglich ist. Die immer wissen, die richtige Floskel, nicht begabt für eine kreative Idee, aber automatisiert auf die richtige Floskel und so. Das alles hat dieser Professor Erhard nie gelernt. Und er ist trotzdem Professor einer Universität geworden, ja? Aber weil das diese Generation war. Ja? Und deswegen glaube ich auch, dass er als einziger imstande war, diesen Think Tank völlig aufzumischen und eine Idee in diesen Think Tank hineinzutragen, von der er selbst gewusst hat, dass sie chancenlos ist, von der wir Leser, also ich sage, nehme ich mich als Autor zurück, weil ich kann ja heute meinen Roman selbst ja auch nur noch lesen, ja, aber es ist eine Idee, von der wir Leser irgendwie plötzlich spüren, es wäre eine kühne Lösung. Ja. Und ich möchte mir fast selber schmeicheln dadurch, dass ich sage, wenn es in diesem Roman wirklich ein alter Ego gibt, also es nicht in den Details, ja, sondern als Typus, dann ist es der Professor Erhard. Das ist diese Figur, die nie abgeschliffen, nie glatt wurde, kreativ blieb, kühn, und dann irgendwann einmal auf gut wienerisch sich denkt, ich sag's und pfeif drauf. Ja, am Anfang des Romans ist es zunächst einmal ein verbindendes Element.
Es befinden sich zufällig alle wichtigen Figuren des Romans gleichzeitig, ohne voneinander zu wissen, auf demselben Platz. Und verbunden nur durch das hin und her rennende Schwein. Und die verbindet diese Figuren. Aber das ist auch nicht der Grund, warum ich dieses Schwein eingeführt habe. Das Schwein ist auch irgendwie so der Rätselrest des Romans. Es gibt so vieles, was wir lange recherchieren können oder womit wir uns lange beschäftigen können oder was wir lange interpretieren können. Und wir können es trotzdem nicht auflösen. Als ich den Roman begonnen habe zu schreiben oder dann wirklich auch schon begonnen habe auszuarbeiten, habe ich mit sehr vielen Menschen über die EU gesprochen. Ich wollte auch wissen, was denken die Menschen jetzt so über die EU, die ich kenne oder die ich kennenlerne. Und ich bin auf einmal draufgekommen, dass die EU sowas wie ein Jolly Joker im Denken der Menschen ist. Ja, also für jeden was anderes. Für einen ist es das Grundübel der Gegenwart, für den anderen ist es die Hoffnung oder das heilige Sakrament des Friedens, der Friedenssicherung und alles dazwischen. Es ist für jeden ein anderer, jeder hat ein anderes Bild von ihr, schreibt eine andere Bedeutung zu und eine andere Gewichtung im Positiven wie im Negativen, vom ganz Positiven bis zum ganz Negativen. Und ich habe mir gedacht, ich bräuchte sowas, ich bräuchte was Vergleichbares, so eine Universalmetapher. Ich bräuchte eine Metapher, die das abdeckt. Und irgendwie ist mir dann das Schwein eingefallen. Das Schwein ist ja eigentlich kulturgeschichtlich und geistesgeschichtlich die Universalmetapher. Vom Glücksschwein bis zur Drecksau deckt das ja alles ab. Mit dem Rauchen, das ist so eine Geschichte, die sozusagen auch in die Realität meiner Recherchen wirklich hineingespielt hat. Ich meine, die Figuren, die in dem Roman zum Beispiel einen Rauchmelder abmontieren oder zukleben. Ich meine, ich bin ein fantasiebegabter Mensch, aber das hätte ich mich nicht getraut zu schreiben, wenn ich das nicht wirklich gesehen hätte. Ja, dass das Beamte tun. Ja. Oder dass man immer wieder, wenn man in diese Amtsgebäude kommt, sieht man dann immer wieder von bestimmten Perspektiven aus Menschen auf den Feuerleitern stehen und rauchen und so. Ja. Oder am offenen Fenster. Ich glaube, ich hätte den Roman nicht schreiben können oder in weiten Teilen so nicht schreiben können, wenn das absolute Rauchverbot in Belgien schon in Kraft getreten gewesen wäre, als ich begonnen habe. Ich habe sehr bald nach meiner Ankunft erfahren, dass es ein Café gibt, hinterm Berlaymont-Gebäude, in der Nähe also der Europäischen Kommission, wo sich dann so am frühen Abend, so Happy Hour, Beamte treffen und ein Bier trinken, bevor sie Abendessen gehen, oder Journalisten nach den ganzen Briefings treffen und Informationen austauschen. Wenn man 5 oder 8 Mal dort war, ist man gegrüßt worden, wurde schon in Gespräche verwickelt und hat Bekanntschaften gemacht und hat noch mehr erfahren. Und da wurde Bier getrunken und da wurde geraucht und gab es einen Austausch, einen Informationsfluss und das war eine absolut produktive Situation. Dann kam das absolute Rauchverbot. Dann gab es das Rauchverbot auch in dem Café. Dann hat das Café zugesperrt. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich jetzt nach Fertigstellen meines Romans nicht mehr weiß, wo sie sich austauschen. Das Interessante an Brüssel ist, es ist die einzige wichtige Metropole oder Hauptstadt, die kein wirkliches Image von sich produziert hat. Jeder hat Bilder vor seinem geistigen Auge, wenn er Paris hört, ja, oder London oder Wien, auch Berlin, ja, Mexico City, ja, sogar Odessa haben wir das Gefühl, wir sehen irgendwas vor uns und das hat einen Zauber oder löst Assoziationen aus. Brüssel hat kein Image,
außer eben EU-Hauptstadt zu sein, was sie ja nur zu einem ganz, ganz kleinen Teil ist. Das ist ein kleiner Teil von Brüssel, das Europaviertel, wo die Institutionen sind. Das ist ganz eigenartig. Ich habe Brüssel, glaube ich, gut kennengelernt und ich habe es sehr liebend gelernt. Ich finde es eine wahnsinnig schöne, faszinierende oder sagen wir spannende Stadt. Und ich könnte stundenlang über Brüssel erzählen, aber wir produzieren da keinen Reiseführer. Aber ich sage Ihnen einen Satz zu Brüssel, der mir sehr geholfen hat, meinen Roman zu schreiben. Ich habe lange Zeit herumexperimentiert, wie ich den Roman schreibe, also die Form, ja, in der ich das erzählen kann, die Geschichte. Und dann hat eines Tages ein Kommissionsbeamter nach dem dritten Glas Wein den erstaunlichen Satz zu mir gesagt: Weißt du, Robert, im Grunde ist Brüssel Konfetti und wir tun so, als wäre es ein Mosaik. Und dann schaut er, verdutzt, ich glaube überrascht davon, dass er zu einem so unglaublich literarischen Satz fähig ist als Beamter, und setzt hinzu: oder umgekehrt. Und da habe ich gewusst, wie ich den Roman schreiben muss.